Mönch sein auf Probe. Bruder Elias prüft, ob das Klosterleben zu ihm passt. Berufung ist für mich, dass ich meinen Platz gefunden habe, wo ich sage, hier kann ich den Weg weitergehen und hier kann ich suchen und auch finden, was ich suche. Sein früherer Beruf, Klima- und Polarforscher in Alaska, Norwegen und auf Spitzbergen. In der Jugend war der Traum Natur, Wildnis, Arktis, der Traum von der Blockhütte am See. Und im Nachhinein sehe ich, dass da eigentlich was Tieferes liegt, die Faszination für die Natur, dass man gerade in der Natur auch Gott begegnen kann, so das Gefühl des Heiligen, so Momente des Staunens, wo man in der Natur ist und sagt, wow. 12 Uhr, Mittagsgebet in der Abteikirche. Viermal am Tag treffen sich die Benediktiner zum Gebet. Das enge Zusammenleben mit 85 Mönchen ist für Bruder Elias die größte Schwierigkeit. Das ist unheimlich schön, aber wir Menschen haben dann auch vielseitige Schichten und da kann man manchmal überrascht sein. Und die Herausforderung mit Kloster ist, ja, das alles irgendwie auch aufzunehmen, zu akzeptieren und sagen, so sind wir Menschen. Also jedem Mitbruder seine Eigenheiten und seine Ticks lassen. Seine Aufgaben im Kloster hat er zugewiesen bekommen. Die Betreuung der Technik und die Sorge für die Gäste. Für mich verwirklicht eigentlich das Klosterleben und warum wir im Kloster leben, genau das, was ich eigentlich damals gesucht habe. Also die Gottessuche letztendlich, wie es Benedikt auch schreibt, dass der wirklich Mönch werden will, wahrhaft Gott suchen soll. Mönch sein, Gott erkennen und ihm nachfolgen. Für Bruder Elias eine lebenslange Suche. Immer wieder hat er Zweifel und Fragen. Wenn ich mich für den Weg als Mönch entscheide, dann kann ich natürlich keine Familie mehr gründen. Und das ist für viele auch wirklich, oder für mich selber auch persönlich, eine schwierige Entscheidung gewesen. Aber die muss man dann eben auch durchhalten können. Und es ist auch immer irgendwie ein Wagnis letztendlich dabei. 2 Jahre hat der 45-Jährige nun Zeit, herauszufinden, ob er sich ewig an den Orden binden will.